Guten Morgen in the morning. Heute ist, wow, Chaos. Heute ist Donnerstag, heute ist Vlogtag und heute gehen wir zu meinen Eltern. Ich sehe, also wir sind gerade aufgestanden, deswegen hier Augenringe bis nach Usbekistan. Naila braucht jetzt erstmal eine neue Windel, die hat Kacke gemacht, wir haben gerade gefrühstückt. Und jetzt ziehen wir uns so langsam an, spielen noch eine Runde. Dann gibt es noch ein Vormittagsschläfchen, Mittagessen und dann fahren wir los zu meinen Eltern. Denn der Papa wird in Hamburg sein, für aus beruflichen Gründen. Und deswegen, das heißt, der Vlog wird jetzt nicht Freitag online gehen, das werdet ihr sehen, dass es Samstag online gehen wird, weil ich natürlich nichts in der Option habe zum Schneiden. Deswegen seht ihr das am Wochenende. Happy Weekend! Okay, hallo! Pack das bitte ein, heißt das. Ja. Sag mal hallo! Danke! Ah, meine Haare werden gekämmt, wie toll! Guten Morgen von meinen Eltern zu Hause. Ich weiß nicht, was das ist, ja, ein Kamm. Aber immer, wenn ich unterwegs bin mit den Zweien, dann filme ich nicht, weil ich dann irgendwie unter Stress bin. Kennt ihr das? Das ist immer so ein bisschen... Nur, was denkst du nach? Mäuschen? Was denn gebaut? Na, dein Auto. Welches Auto gebaut? Das Lego-Auto. Welches Lego-Auto? Im Wohnzimmer. Also wir brauchen hier immer ewig, bis wir hier fertig sind. Naila, die habt ihr ja gerade gesehen, die strampelt, streckt sich. Also das ist... Man braucht ewig, also 30 Minuten mit eincremen und umziehen. Und ich bin ja noch nicht mal fertig. Die hat echt einen Zacken drauf. Ich kenne nämlich nur brave Babys in Anführungsstrichen, die noch super lange auf der Wickelkommode verweilen. Aber das ist bei uns eben nicht der Fall. Sie ist ja schon lange nicht mehr in der Wickelkommode. Die ist nur unterwegs. Die krabbelt mir dann auch einfach nackig davon. Und unsere Wohnung ist ja so kalt, das ist dann immer so semi-geil. Aber kennt ihr das, was ich meine? Also ich kenne tatsächlich nur Babys, die ganz gechillt auf der Wickelkommode abhängen. Die Sonne kommt raus, es hat ja so geregnet. Vielleicht können wir noch raus in den Park gehen. Wir waren jetzt seit gestern hier. Also wir haben hier übernachtet. Und ich bin auch echt, ehrlich gesagt, super müde, weil ich nie so gut geschlafen habe. Noah, hast du gut geschlafen? Ja. Okay, sehr gut. Zeig mal dein Auto. Wow, das hast du gebaut, ne? Toll. Und du, Naila? Und du, Naila? Was machst du da unten? Und du, Naila, was machst du da in der Kuschelecke? Das ist Apfelmus mit Zimt. Willst du kein Apfelmus? Du auch. Ja? Dann tun wir da noch Zimt rein, ja? Ohne Zimt? Nur so? Okay. Wir haben lecker gegessen und heute war ich mal nicht vegan. Ich habe Apfelschnitzel gegessen. Es war aber super lecker. Naila hatte Süßkartoffeln mit Pastinake. Hallo Aula! Hallo! Und Noah, was hast du gegessen? Auch das, was ich gegessen habe, ne? Ja. Lecker war's, ne? Und jetzt, weil es gerade hier steht, das ist mein Datella-Mix. Das habe ich selber gemacht. Datteln mit Kokosöl. Ein bisschen Kakaoersatzpulver, also Karob. Und Vanilleextrakt.
Also Vanillepulver. Richtig lecker. Alles pürieren. Ach so, Nüsse sind auch noch drin. Ich habe Cashewnüsse reingetan und Mandeln. Weil ich natürlich nicht weiß, welche Nyla bekömmlich sind. Aber die sind eigentlich ganz okay. Also es ist super lecker. Das Rezept habe ich online gefunden. Das kann ich euch mal verlinken. Super lecker. Das habe ich ja alles alleine gegessen. Lecker. Aber das ist auch für die Kinder eigentlich auch gedacht. Für Nyla und für Noah. Das Baby kommt. Sicher? Das Baby kommt. Du heißt Nyla. Ja, Noah spielt jetzt immer Baby, wird geboren in Mamas Bauch und er heißt Nyla. Alles klar, ne? Wisst ihr Bescheid? Sieht aus. Keine Karotte. Und auf dem Weg haben die zwei bzw. die Kleine nur geschlafen. Und wir warten jetzt auf Papi. Papi kommt erst nach dem Abendessen. Das heißt, ich muss noch Abendessen vorbereiten. Aber zuerst muss Nyla auch noch mal ein letztes Schläfchen halten. Boah, wenn ich dann in der Trage, dann kann Noah kannst dann gleich was gucken, ne? Ja. Und Nyla macht dann ein Schläfchen. Nebenbei mache ich übrigens gerade eine Kackawindel, nur mal so. Also schon wieder eine Kackamäuschen. Kackamäuschen. Komm mal her. Ich muss mal dein Wir sind ja noch nicht fertig. Heute ist so ein Tag, wo ich eigentlich gar nicht viel kochen möchte. Deswegen steht heute auf unserem Speiseplan Frühlingssuppe aus der Verpackung. Genau. Und Gyoza, fertig Gyoza. Ich habe einfach nicht die Zeit, wir haben nämlich schon 6 Uhr. Auch nicht so die Lust. Oh, was ist jetzt los? Was ist los, Noah? Hat was nicht funktioniert mit Lego? Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Wolltest du eins hier rausnehmen? Ja, aber nicht kaputt. Okay. Hast du auch dein Süppchen? Ja. Aber du sollst aber eigentlich auch nicht so mit dem Messer so machen. So, Noah baut ein Babybällebad. Zeig mal her, was machst denn du da? Guck mal, deine Schwester, die möchte da, glaube ich, raus. Stehst du schon in deinem Babybällebad drin? 1, 2, 3 und raus. Oh, hoppala. Wir starten jetzt die Abendroutine und machen jetzt erstmal wieder eine Kackawindel. Und jetzt sieht das Bällebad. Oh, hier ist Wasser. Vorsicht. Bällebad. Wasserfarbe. Das sieht hier aber auch wieder aus. Im Hintergrund ist das Chaos ausgebrochen. Heute geht's noch. Es war hier schon mal deutlich schlimmer. So, kleine Maus muss eingecremt werden und die Sachen sind unten im Kinderwagen. Super. Also muss ich auf Papa warten. Maus ist zurück. Man sieht dich ja gar nicht. Die Kinder schlafen jetzt und ich bin fix und fertig, wie man mir ansehen mag. Und das war's auch schon vom Vlog. Es ist nicht viel passiert. Ich war im Park und die Rehe haben geschlafen. Ja, nee, wir räumen jetzt hier noch ein bisschen
auf, mal gucken, machen uns einen Tee und dann setzen wir uns vor die Couch und besprechen jetzt mal Urlaub, weil wir wissen immer noch nicht wohin und wir wollen jetzt demnächst wegfahren im Februar. Falls ihr noch Vorschläge habt, könnt ihr sie mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal.